Wunderbar, da sind wir. Einen herrlichen guten Abend. Willkommen zum Kuscheltiere live malen. Heute mal am Abend. Der Tag war recht voll, deswegen sitzen wir heute Abend hier. Und ja, ich habe hier mal wieder in unserem Kuscheltiere-Fundus gewühlt. Die Dottie kennt ihr schon. Wuff, wuff. Und hier haben wir noch einen unserer kleinen norddeutschen Bewohner. Ein Seehund ohne Namen. Und heute begegnen sich in meinem Sketchbook Hund und Seehund. Da wollen wir mal gucken, wer pfiffiger schaut. Okay, es geht wieder los mit die beiden sitzen hier. Jemand hat die Woche gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass die beiden, dass man irgendwie das Bild, was ich hier sehe, in das Live-Video einblendet. Aber also es tut mir furchtbar leid, im Live-Video habe ich da noch keine Möglichkeit gefunden. In einem vorproduzierten Film geht es sehr wohl, da kriege ich das hin, da ein Bild einzublenden, aber leider nicht hier im Livestream. Also ja, kann ich jetzt nur wieder an eure Fantasie appellieren, dass ihr hier das mitbekommt und mir so folgen könnt. Okay, heute geht's los. Ich habe meinen Aquarellkasten, mache ich erstmal zur Seite. Heute geht's los mit einer Fineliner-Skizze. Und zwar werde ich mal versuchen, mich hier einfach mit den groben Formen diesem Tier zu nähern. Und ich fange jetzt hier mit der Dottie an. Und ja, ich habe hier direkt die Trennlinie quasi zwischen den beiden, wird die Falzlinie in meinem Sketchbook sein. Von daher muss ich gucken, wie ich die beiden hier rein drapiere. So, und da fange ich jetzt mal an mit Dotties Nase. So, ja, hier unten eher, weil das ist der untere Rand quasi von dem, was ich sehe. Da kommt jetzt direkt ihre Nase hin. Und dann hier ihre Schnauze. Grobe Skizze, wie gesagt, ganz grobe Skizze. Ein Auge und noch ein Auge. Und wie gesagt, ich will mich mit den grundlegenden geometrischen Formen nähern. Also hier ist so eine Art Trapez, da wo der Vorderkopf ist. Dann haben wir hier oben dran, Moment, muss sogar noch ein bisschen höher, wie so ein Rechteck hier, wo das Ohr ist. Vielleicht nicht ganz richtig. Und hier über dem Auge ist auch wieder so ein, wie ein Trapez. Und hier drüben sehe ich eigentlich auch nur ein, genau, hier ist noch so ein, hier ist wie so ein Dreieck. Vom Kopf bis hier runter. Und hier oben habe ich jetzt auch so ein längliches Rechteck. Da kann ich gerade noch so ein bisschen was von dem Ohr sehen. So, die Hinterpfote, die zeigt sich mir hier oberhalb von dem Köpfchen auch nur als Trapez. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier umschalten, nicht, dass ich eure Kommentare verpasse. Jo, hallo, hallo Maria, wie schön. Wunderbar, dass du da bist. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das hier, ich schiebe das mal kurz ein bisschen weg hier, mein Bild, damit ich deine Kommentare, damit ich Kommentare sehen kann. Super, ich freue mich. Zuschauer, yay. Okay, hier neben Dotties Ohr fängt hier das andere Bein an. Auch wieder wie so eine Art Quadrat, wie so eine Art Rechteck hier. Ich runde das einfach mal so ein bisschen ab. Und das vervollständigt sich zum Kopf hin mit einer Art, ja, Dreieck wird das dann fast hier. Und jetzt habe ich wieder hier runter für die Pfote auch wieder wie so eine Art Rechteck und ein Kreis, da wo die Unterseite von der Pfote ist. Das werden wir nachher mit Farbe noch ein bisschen genauer ausarbeiten. Ist vielleicht ein bisschen klein auch geworden hier, aber das passt schon. So, dann hier von dem Körper aus nach oben und nach hinten. Jetzt bin ich hier fast ein bisschen, muss weiter noch nach oben.
und rüber und bis zum Körper hier. Da bis zum Köpfchen zeigt sich hier der Körper auch wieder als Rechteck. Und die Verbindung, die zweite Hälfte des Körpers hier runter, geht dann auch wieder einfach quasi die Linie zu. Ja, das Ganze machen wir noch ein bisschen runder, damit es hier so Popöchen ist. Und hier oben setzt der Schwanz an und der geht einmal in so einem Kreis nach hinten. Und dann nochmal, der hat so einen Knick hier und dann geht der nochmal hier rum. Und dann fehlt uns noch das zweite Bein, das geht nach hier hinten weg, auch wieder so wie so ein etwas größeres Rechteck. Und da schließt sich auch vorne wieder eine Ellipse an, wo der offene Fuß quasi ist. Es kommt so in etwa hin, ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig, ob es stimmt, aber ja, doch, kommt in etwa hin. So, mit dem Seehund hier auf der anderen Seite machen wir es jetzt genauso. Der sitzt hier direkt daneben, das könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Und ein bisschen oberhalb hier fängt seine Nase an. Die ist aber jetzt ein Dreieck. So, und oberhalb von der Nase, die setzt sich ein bisschen nach oben fort. Auch wieder ein Trapez, aber mit einer abgerundeten Oberseite. So, dann vervollständigen wir hier die Nase nach hier unten ein bisschen. Da ist hier sogar ein kleines bisschen Linie noch runter. Und dann ist das hier rüber auch wieder so eine, ja, so eine abgerundete Trapezform. Hier ist ein bisschen flacher. Und da sehen wir das eine Auge. Ja, und jetzt bildet das Ganze von hier oben her das Köpfchen so einen schönen Kreis und der geht bis hier runter. Einen richtig schönen, fast runden Kreis. Okay. Und diesem Kreis, also hier oben ist so der oberste Punkt, der sitzt hier so oberhalb vom Auge. Genau da. Und da schließt sich dann der Körper an. Auch wieder so als... Ja, ich habe jetzt nicht die Ecke genommen, wo es jetzt direkt drankommt, weil eigentlich hätte ich jetzt hier unten anfangen müssen mit einem Art Zylinder für das erste Beinchen, beziehungsweise für die Flosse, das ist kein Beinchen, für die Flosse, weil ich die da so ein bisschen hingestellt habe und die Flosse geht auch noch weiter hier rüber. So, und da schließt sich dann hier der Körper an. Okay, dann haben wir hier hinten die zweite Flosse. Und von der anderen Flosse sieht man dann hier hinten noch so ein bisschen was. Okay. Das Seehundchen hier. Moment, das muss ein bisschen steiler. Das zweite Auge hier sieht man nicht. Aber dafür sieht man hier auch so ein bisschen ein Halsband, sowas in der Art. Da kommt nachher ein schöner blauer Fleck rein, genauso wie bei Dottie, da sieht man nämlich hier auch so ein kleines bisschen, so ein ganz mini bisschen das blaue Halsband. So, das kommt dann aber nachher. Jetzt können wir die in aller Ruhe ausmalen. Ich mache hier mal schon mal den Lichtreflex rein, hell und dunkel. Hier drüben ist nur so ein winzig kleiner. Und unser Seehundi hat hier einen und da ein Lichtreflexi. So. Die Nase ist aus Stoff, sind die Nasen aus Stoff, also da glänzt nichts weiter wie sonst bei einer kalten und feuchten Hundenase. Okay, hier habe ich das jetzt wirklich ein bisschen falsch, den Körper. Aber das ist, ich glaube, ich habe hier mit dem Ohr, das hätte ich noch ein bisschen größer machen sollen. Na, egal. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und hier in die Nase noch rein, dass das Ganze ein bisschen plastischer ist. Und die Nähte hier noch rein. Okay, jetzt kann es mit der Farbe losgehen.
Haben wir hier auch. Hier haben wir auch noch so wie so Art Nähte. Genau, die wollen wir mal mitnehmen. Alles klar. Dann geht's an die Farbe. Ich habe wieder Aquarellfarben mitgebracht. Meinen Kasten. Den, sag schon, White Nights Kasten gemischt mit Sonettfarben. Und ich überlege gerade, will ich die Farben heute eher realistisch oder will ich sie eher so ein bisschen abgefahren haben? Oh, ich glaube, ich bleib mal so annähernd beim Realistischen. Dann bekommt wieder Dotti ein bisschen von dem roten Ocker hier mit dazu machen. Dann bekommt Dotti wieder schön einen herrlichen Ockerfarbton. Und der rote Ocker macht es sofort knallig. Das ist herrlich hier, diese Farbe. So. Wir bleiben hier bei der Skizze. Auch die Aquarellfarbe wird mehr eine Skizze als jetzt ein richtig konkretes oder korrektes Ausmalen. So, und dann nehme ich hier dieses, ja, das ist herrlich, dieses Rot-Gold-Ocker, was ich hier habe in diesem Farbkasten. Das ist einfach so entzückend. Das kommt dann hier an die Pfoten und es passt perfekt. Und das sind auch hier die Tupfen auf ihrem Fell. Die sind so, ja, und dann muss das natürlich erstmal trocknen. Beziehungsweise darf jetzt verlaufen, das ist alles gut so. Perfekt, wunderbar. Und der schöne Seehund, der hat einen Hauch von diesem Ockerton hier vorne. Oh, der Pinsel ist zu nass. Hier vorne auf dem Gesicht. Die Schnauze, die ist so ein bisschen so, die hat aber so einen ganz leicht angegrauten Ton. Und der ganze Körper von unserem wundervollen kleinen Seehund, der ist komplett blaugrau. Da habe ich hier ein herrliches Payne's Gray und werde es aber mit so ein bisschen was an Neutralfarbe abtönen. Nur muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu viel reinkriege, weil die ist so super intensiv, die Farbe. Da wollen wir mal ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Ja, das passt. Die passt wunderbar. Und an der Stelle danke ich mal Antje Gillen, dass sie mich mit der Neutralfarbe vertraut gemacht hat. Die habe ich bisher überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Das war für mich ein Schwarzfarbton. Aber eigentlich ist es gar kein Schwarz in dem Sinne, sondern man kann damit alle Farben ein bisschen neutralisieren. Deswegen nennt sich das Neutralfarbe. Fand ich eine richtig tolle Erkenntnis. Und ja, wir lernen ja nie aus. Okay, aber natürlich kann man die Neutralfarbe auch hernehmen, um eine schwarze Stelle zu malen, wie beispielsweise hier die Nase. Und die Nase auch. Und ich finde die eigentlich vom Farbton her super genial. Nimm die auch gleich mal hier in die Augen. Sowohl von Dotti als auch von dem Seehundi. Ja, hier läuft es ein bisschen aus, aber das ist okay. So, und jetzt will ich euch mal ganz kurz stumm schalten. Beziehungsweise mich mal kurz stumm schalten, damit ich hier das Ganze ein bisschen föhnen kann. Und dann geht's gleich weiter.
Da sind wir wieder mit Ton. Weiter geht's. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist unserem kleinen Hundekörper noch ein bisschen mehr Farbintensität zu verpassen. Und zwar da, wo das Fell ein bisschen rötlicher vielleicht ist, wo es ein bisschen intensiver gefärbt ist. Da kommt noch mal ein bisschen Farbe drauf, dass das auch nicht so unglaublich gleichmäßig alles aussieht, sondern ein kleines bisschen Plastizität auch erhält. Und dazu nehme ich hier mein Ocker und auch dieses Goldocker und gehe so ein paar Ecken noch mal nach. Nicht zu dunkel, weil das soll ja auch die Fellfarbe noch so einigermaßen erhalten bleiben. Aber zum Beispiel hier in den Nähten und da, wo sich Schatten zeigen, da kann man da gut noch mal mit reingehen. So, jetzt habe ich hier natürlich die Punkte, die mache ich aber gerade noch mal mit dem schönen Goldocker, so richtig definierte Punkte. So, dann habe ich hier unten da in dem Schatten ein bisschen und die Naht. Okay, und hier darf noch ein bisschen was rein. Und hier die Stirn hier auf jeden Fall. Die kann noch so ein bisschen dunkler werden. Der Rest ist okay. Hier neben dem Auge und hier das andere Öhrchen noch so ein kleines bisschen. Ja, das ist okay so. Und unser Hundi hier, der bekommt auch noch an so der einen oder anderen Stelle so eine Art Schatten ein bisschen mit, dass er dann so ein bisschen mehr Plastizität zeigt. Hier das Stück ist zum Beispiel ein bisschen im Schatten, dann hat er hier oben diese in dem Fell. Das Fell ist etwas unregelmäßig. Da könnte man jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt hier so eine Strichel-Gouache-Zeichnung, so ein Strichel-Gouache-Bild machen wollte, dann könnte ich jetzt hier reingehen und könnte das Fell mit ganz vielen Stricheln ganz toll andeuten. Aber das machen wir jetzt nur mal mit dem Pinsel so ein kleines bisschen grob. Jetzt brauche ich ein Dunkelblau für das Halsband des Seehundes. Da nehme ich das und aber auch so ein bisschen hier von dem Kobaltblau dazu, damit das ein bisschen blauer wird. Das ist noch nicht blau genug. Das Kobaltblau färbt nicht so stark. Wie zum Beispiel das Payne's Gray, was einen unheimlich heftigen Farbabrieb gibt hier bei dieser Farbe. So, ich muss noch mal ganz kurz einen kleinen Föhnfuß die Sekunde. So, und weiter geht's. Wir haben jetzt hier Dottis Halsband noch ein bisschen blau. Okay. Ja, und was ich heute mal anders machen will im Vergleich zu sonst, heute bekommen die beiden hier mal einen richtig, richtig schönen, kontrastigen Hintergrund. Vielleicht wird dich das jetzt ein kleines bisschen erschrecken. Aber ich habe festgestellt, dass mich dieser einfarbige weiße Hintergrund bei meinen wunderbaren kleinen Tierchen hier so ein mini bisschen langweilt. Aber nur so ein bisschen. Und deswegen machen wir jetzt hier mal richtig schön Kontrast drauf. So, da brauche ich noch mehr Farbe. Zum Glück geht das mit Payne's Gray und der Neutralfarbe aus diesem Kasten hier immer super schnell, dass man da richtig, richtig, richtig Farbe auf dem
Pinsel hat. Und mit dem schönen großen Pinsel hier geht das eh wunderbar. Der kann richtig gut Wasser und Farbe aufnehmen und das ist das reine Vergnügen, damit zu malen. So, das Ganze jetzt auch noch oben rum. Und schon hat das ganze Bild einen komplett anderen Eindruck. Eindruck, Ausdruck. So. Okay, ich brauche noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr Neutraltinte drin. Ja, wird jetzt ein bisschen anderer Farbton. Aber das darf es auch sein. Das läuft schön ineinander. Jo, und fertig ist es. Da sind wir. Da sind wir am Ende unseres Kuscheltier-Sketches angelangt. Ob ich da noch was zur Neutralfarbe sagen kann? Noch nicht, liebe Maria. Da muss ich mich selber noch mal schlau machen. Also das, was Antje jetzt in Malkurs sagte, war, mit dieser Farbe bekommt man alle Farben so ein bisschen abgetönt. Also wenn du ein knalliges Rot hast. Ich hole mal hier so ein Zettelchen bei. Was habe ich denn da drauf? Schieb die Tierchen mal ein bisschen weg. So. Und jetzt mit dem Hintergrund sieht es doch auch stark aus, oder? Ist ein bisschen fleckig, aber das liegt auch an dem Sketchbook. Ich habe jetzt hier so einen ganz knalle Pink-Farbton. So, und den mische ich jetzt mal mit so einem ganz kleinen, das ist mega hier, richtig heftig schwarz. Da gebe ich jetzt mal so ein bisschen von der Neutraltinte rein und dann bekommst du da sofort so eine, das macht das Ganze ja neutraler, deswegen ist das Neutralfarbe, es neutralisiert und lässt die Farbe nicht mehr ganz so knallig erscheinen. Lass uns noch mal kurz gucken. Zum Beispiel, ich habe hier so ein ganz sagenhaftes Quietschgrün. Und wenn ich in dieses Quietschgrün hier so ein bisschen von der Neutraltinte gebe, dann wird das so gleich so ein bisschen ein, da könnte ich mir jetzt einen wunderschönen Olivton von zaubern. Also diese Neutraltinte, das ist was anderes als dieses Pigmentschwarz. Ich muss Antje noch mal horchen, was genau das ist. Sie hat auch eine tolle Podcast-Folge zum Thema Schwarz. Da spricht sie auch drüber. Weil unter Aquarellisten ist Schwarz ja eher nicht so gern gesehen, beziehungsweise wird nicht so häufig benutzt. Aber Neutralfarbe ist immer okay. Habe ich gehört. Aber ich bin ja kein in dem Sinne Aquarellist, von daher kann ich da auch nur gerade mein Halbwissen zum Besten geben, aber ich frage Antje nochmal, okay? Gut, dann würde ich sagen, wieder zwei Kuscheltiere, die miteinander Bekanntschaft geschlossen haben und vielleicht fällt ja jemandem ein Name ein für unseren Seehund. However, ich wünsche einen wunderschönen Abend. Und schaut wieder rein auf dem Kanal. Bis bald. Tschüss.